Ich habe ein kleines Attentat auf dich vor. Ich zieh aus. Hast, das glaube ich dir nicht. Ich habe vor, nach Bulgarien zu gehen. Siehst du das, das weiße Dach da? Ja, was ist das, eine Kläranlage? Ja, so ähnlich. Es ist Schalke-Stadion. Meister Romatra hat einen richtig fetten Kopf. Oh, es tut mir so leid für die Eltern. Ey, es tut mir leid, sorry, wenn ihr die Eltern seid. Wenn wir in Bonn dann irgendwann mal zu, fragen wir mal seine Eltern. Warum sollen die das wissen? Hey, das sind seine Eltern. Wissen deine Eltern, wie groß dein irrigierter Penis ist? Ich hoffe nicht, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen. Was? Also, ich würde es ziemlich sicher ausschließen bei mir. Manchmal schaut man doch so rüber dabei, oder? Oder nicht? Bro. Bro, also, ey, war ein Spaß natürlich nur. Der Wanks immer hinter mir. Also ich ziehe den hinter mich und guck erstmal auf die Straße, was passiert. Und wie ist es für Sie? Naja, mich kann man totfahren. Ich habe schon einen Platz auf dem Friedhof. Wie kann man am besten reagieren, wenn die Frau einem Mann die Hand geben möchte? Mhm. Mir ist das mal passiert im Büro. Mhm. Da bin ich reingekommen, dann kam eine Frau und wollte mir ihre Hand geben. Mhm. Ich habe ihr die Mappe gegeben. Die hat sie auch genommen. Alhamdulillah. Dann war gut. Aber jetzt in diesem Falle ist die Sache so, dass man, schaut mal, subhanallah. Ey, bist du behindert oder was? Kriegt jetzt hier alle heute einmalig, mache ich nicht oft, ist jetzt auch schon spät dafür, dass ihr so lange durchgehalten habt. Ihr kriegt jetzt jeder von mir 35 Ehre. Mann. Oh, die Polizei kommt, Maske hoch. Von diesem ganzen Käse. Und geht sie so. Ja, guten Tag. Ja, natürlich. Ja, ja. Wogegen habe ich jetzt eigentlich verstoßen? Gegen Hygienemaßnahmen. Gegen welche? Aber ich habe einen Schal um, ich habe ja was vom Mund. Nee, haben sie sich gerade erst drauf gemacht. Ach so. Ja, habe ich gesehen. Das haben sie gesehen. Typisch Wessi. Was ist denn dann typisch Wessi? Viertel vor zwölf, da kriege ich die Krise. Viertel vor zwölf. Ja. Ich sage, das heißt drei Viertel zwölf und nicht Viertel vor zwölf. Viertel vor zwölf, die spinnen doch da. Wessis, elende Uhrensöhne. Die ist ganz krank, warum? Ich liebe dich. Weißt du, ich liebe dich. Du bist der Schönste auf der ganzen Welt. Dort hat ein Mann seinen Penis in eine Hantelscheibe eingeklemmt. Die Feuerwehr brauchte 3 Stunden, um ihn zu befreien. Schließlich konnten die Feuerwehrmänner die Hantel mit einem Schleifer, einer hydraulischen Schere und einer Vibrationssäge sprengen. Warum und wie es zu dem Unfall kam, war zunächst noch offen. Weitere Themen aus Sport und Kultur jetzt von Daniel. Wie schon gesagt, gefüllter Gästeblock. Hey, 2 Tore mit Kuchen, Gott gibt's ja keinen mehr. Komm her, Junge. Ja. Ich glaube, wir machen ja nicht mehr lang. Dieser Gletscher da oben muss dringend abschmelzen. Das ist mir ein Dorn im Auge. Ja, Sabalotten 1 ist ja ungeheuerlich. Sorry, ich wollte Sie nicht irritieren. Greetings from Austria. We're eating some... Was heißt Lunch? Abendessen, was der? Wie heißt das? Dinner. Some fish, Lachs, some avocado, some cheese, no cheese, because I have tooth operation. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht am Anfang irgendwas mit Kanzlei, wo man viel Geld verdient, zu machen. Und dann kurz, bevor man noch ins Beamtenverhältnis eintreten kann, dann vielleicht als Richter so entspannt die Termine immer nachmittags zu verlegen und so. Das könnte ich mir schon vorstellen. Jawollo, ja, das könnte er sich vorstellen. Nice ausschlafen. Und nachmittags auf Lok einen wegrichtern. Ne? Geiler Plan, Digga. Bester Mann. Sieht ja wirklich minderjährig aus. Du stehst auf deine Kinder, damit sie zu dir Daddy sagen können. Unterm Strich sind sich alle einig, es braucht mehr Frauen in der Politik, wahrscheinlich nicht nur in der Kommunalpolitik. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir sind gespannt, wie viele Frauen sich am Wochenende bei der Wahl dann auch durchsetzen. Und jetzt ab in die Küche.
Dann hilft noch Hinge, das ist für alle Leute, die so scheiß Internet-Trends hinterherlaufen. Und natürlich, das Allerwichtigste ist, wenn ihr Leute kennenlernen wollt, die schon ein bisschen weiter sind, die schon Erfahrung haben. Also im Prinzip die Plattform, wo man auch mal Dozierende kennenlernt, Professoren, ist, wo man einfach sagen kann, sympathisch, man kann sich unterhalten. Das...